Ja, heute durchstreifen wir mal wieder eine sehr skurrile Landschaft. Eine Berglandschaft aus Schiefersand in rötlich-brauner Farbe mit vielen Canyons, Mini-Canyons, großen Canyons, kleinen Canyons, Kippeln, Bergen, unterschiedlichen Gewächsen, Bäumen, alle geprägt durch ja, Sonne und mediterranes Klima. Gerade sind wir an einem Filmteam vorbeigekommen, was hier in dieser urwüchsigen, interessanten Landschaft offensichtlich einen passenden, skurrilen Film dreht. Und ich bin etwas außer Atem, denn ich habe es immerhin geschafft, hier eine Art Halbinsel im Lac de Salagou in einem herrlichen See zum Rund mit Samira und unseren Hunden. Und das freut mich, denn hier laufe ich nicht das erste Mal. Hier bin ich schon oft rumgelaufen. Der Lac de Salagou ist normalerweise unser Segel- und Windsurfrevier gewesen. Aktuell haben wir nichts dergleichen dabei. Ach, da oben auf dem Berg hinter mir sehe ich gerade Samira und unsere Hunde. Also was ich sagen wollte, uns geht es auch gut, nachdem wir die Schluchten der Cevennen verlassen haben, wegen Hitzegewittern, wegen Wärmegewittern, wegen subtropischen Niederschlägen und gefährlichem Hochwasser in den Cevennenflüssen, sind wir jetzt aus dieser Region weg. Nur noch 60 Kilometer bis zum Mittelmeer. Da werden wir möglicherweise auch noch landen im Laufe der Tage. Links, es ist ja gar nicht so einfach, den richtigen Weg zu finden. Und wir überlegen gerade, wie das Filmteam mit Kamera, mit Utensilien aller Art hier durchgekommen ist. Samira, ich meine, hier geht's lang. Okay, Samira sagt, ich gehe mal hier lang. Ja, hier auch. herrlich hier, einfach herrlich. Hier waren wir viele Jahre, ich glaube das erste Mal im Jahr 2000. Hier in dieser Region ist damals meine Frau Astrid schwer verunglückt mit dem Mountainbike, hatte ganz schlimme Gesichtsverletzungen, war in eine dieser kleinen Canyons gestürzt, musste operiert werden in Montpellier in einer Spezialklinik für Gesichtschirurgie. 2000, das war vor 20 Jahren. Und dass ich hier mit 69, 20 Jahre später, nochmal die Gelegenheit habe, mit Samira hier kleine Wanderungen durchzuführen und diese einzigartige Landschaft zu genießen, zu filmen, zu fotografieren. Das finde ich einfach geil. Das freut mich. Und genieße ich. Wir haben beschlossen, dass wir hier am Lac de Salagou so lange bleiben, wie das Wetter stabil bleibt. Wenn es hier kühler wird, also unter 15 Grad fällt, werden wir noch weiter nach Süden ziehen, eventuell in die südlichen Pyrenäen, ans Cap Leucat. Allerdings sagt da der Wetterbericht hammerharten Tramontana-Wind voraus, den wir natürlich lieben. Aber auf diesem Trip haben wir weder Strandsegler noch Kite-Buggies noch Windsurf-Klamotten dabei. Und deswegen ist es da eigentlich nicht so cool, wenn man da zuschauen muss. Und Samira sagt auch schon, es ist nicht so einfach hier an diesem See jetzt zu sein, ohne Windsportausrüstung dabei zu haben. Aber egal, wir freuen uns diesmal, wenn kein Wind ist, wenn kein Tramontana ist, denn in Kürze werden wir hier auch unsere Luftboote wieder aufpumpen. Samira ihr Subboard, ich meinen Riverstar, und werden hier zu coolen Seepaddeltouren aufbrechen. Und also alles paletti, wir sind nicht in den Fluten, in den Regensturzfluten in den südlichen Teilen Frankreichs ums Leben gekommen, auch nicht weggespült worden. Wir sind früh genug abgehauen im Tarn Canyon, wurden auch gewarnt von den Einheimischen, die kennen sich aus.
Wenn es losgeht, dann wird man informiert. Und jetzt auf der Flucht und tschüss. Ja, und jetzt habe ich gerade Samira wiedergefunden. Und wir nähern uns jetzt dem Abstellplatz unserer Fahrräder. Denn wir haben beschlossen, dass wir in diesen Tagen alle Örtlichkeiten mit Fahrrädern erreichen. Und unser Lager auf dem Campingplatz Lac de Salagou, unser Klappzelt, unser Dachzelt samt Regentab stehen lassen und nicht da jeden Tag auf- und abbauen. Denn das ist mir die letzten Wochen ziemlich auf den Keks gegangen. So now I'll never know the secret of your smile. If you were really happy or you were only wild. If all the things I showed to you was just dust in the wind. I wasted my time and I lost my mind trying to teach the devil to sing. Trying to teach the devil, trying to teach the devil, trying to teach the devil to sing. Trying to teach the devil, trying to teach the devil, trying to teach the devil to sing. You really mystified me, as you must have done before. To all the other men who reach your sacred door. When you beckoned for me to enter, you had something to say. I was hurt, but when I looked, you'd already gone away. I'm trying to teach the devil, trying to teach the devil, trying to teach the devil to sing. Trying to teach the devil, trying to teach the devil, trying to teach the devil to sing. It's like trying to teach the devil, trying to teach that devil, trying to teach that devil to sing. So I'll never feel again the softness of your touch, or know what it was you meant when you said I give too much. I gave you all I ever had, but I never had a lot. And what it was that I needed, you'd already lost. I'm trying to teach the devil, trying to teach the devil, trying to teach the devil to sing. I'm trying to teach the devil, trying to teach the devil, trying to teach the devil to sing. Trying to teach the devil, trying to teach that devil, trying to teach that devil to sing. Trying to teach the devil, trying to teach the devil, trying to teach the devil to sing. Trying to teach the devil, trying to teach the devil, trying to teach the devil to sing. Trying to teach the devil, trying to teach the devil, trying to teach the devil to sing.